Hallöchen, hier ist euer Fox aus dem Foxy See Team. Heute möchte ich gerne was ganz Neues ausprobieren. Ich mache mit meiner Nichte gerade mal Disney Infinity mal ein bisschen ja, ausprobieren. Dazu wollen wir Folgendes gleich mal machen. Sag mal Hallo, Samantha, ruf ruhig. Ja, das ist nett. So, dann wollen wir das mal machen. Meine Nichte spielt. Ja, hier. Na, wer ist das? Oh, die Kamera lässt das ein bisschen zu wünschen übrig. Hier ist die Figur Elsa. Und die wird meine Nichte gleich spielen. Die setzt sich einfach hier auf dieses Affinity und schon wird's geladen. Wie man auf dem Bild sieht, die Elsa ist da. Die fängt auch schon mal an zu spielen. Ich werde dazu passend. Natürlich die Anna nehmen. Wir haben einfach so eine Disney Toolbox einfach so mal ausgewählt, um da einfach mal ein bisschen zu spielen. So, die packe ich dann hier drauf und jetzt müsste eigentlich auch Anna auftauchen. Da, so. Man kann die Figuren beliebig natürlich umwechseln, zumindest die, die es gibt. So, hier habe ich jetzt hier spiele ich hier die Karte im Kreislauf. Das ist die Anna aus der Eiskönigin. So, dann suche ich mir doch mal Elsa. Wo ist denn Elsa? Hoppla. Man kann auch Fähigkeiten. Was habe ich eigentlich so? Einmal. Bon. Ach, guck mal. Ich habe eine Prall. Oh, Entschuldigung, Elsa. Verzeihung. Komm her. Da, zack. Oh, Verzeihung. Ah. Oh, cool. Ich habe Elsa gerade auf die Fresse gehauen. Die macht nie wieder Eis. So, wie kommen wir denn hier raus hier? Ja, ich muss dich suchen. Ich muss dich gerade suchen. Da. Also, da bist du, hä? Ja, wo wollen wir hin? Ich soll gerade meine Nichte folgen. Ah, eine schicke Straße. Ja, das ist einfach so eine Toolbox. Aber ich bin da eben aufs Eis, mal wieder. Ist die Anna von Elsa eingefroren worden? Leider kann man Samantha, also meine Nichte, so schlecht hören, weil die einfach zu leise spricht und sie auch ohne Headset halt sprechen kann. Die Möglichkeit besitzen wir leider nicht. Es sei denn, sie schreit auch mal oder so. Aber das Hallo dürfte man wohl schon mal gehört haben. Das ist schon mal die große Mitte. Wo ist sie denn jetzt hingelaufen? Da. Hier vorne ist ja ein Pfeil, da kann man das dann sehen. Los springen und her und her, Doppelsprung. Klasse. Und nochmal und zack. Und hepp. Man kann dich sogar festhalten. Sehr gut. Wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Oha. Und Doppelsprung und hepp. Oh, gut. Wollen wir wetten, dass ich dich kriegen tue? Heppa, heppa. Oh Mann. Und? Was willst du gucken? Oh, da guck mal, ich sehe gerade. Samantha zeigt mir so ein bisschen hier. Okay, viel hat sie noch nicht aufgebaut von Elsa. Das ist ist der Fähigkeitsbaum von Elsa. Ob so mehr man halt freischalten tut, das sind halt Punkte und sowas. Ne? Ach so. Da ist Elsa. So, hi.
Wo wir sind, Alter? Willst du holen Eis? Und zack. Elsa, warte doch auf mich. Warte. Nein, ich will kein Eis. Da. So, hi, Elsa. Hey, lass mich los, lass mich los. Hilfe. Meine Güte. Ja, könnte Schnee sein. Wollen wir doch mal Elsa suchen hier. Heppa, heppa. Ja, das könnte eine Mission sein. Ja, hochheben jetzt hier, komm her. Ah, jetzt habe ich dich. Guck mal, ich habe Elsa. Ich habe Elsa. Oh. Ja, ich gehe schwimmen. Wo bist du hin, Elsa? Auch einfach. Oh, ein Tunnel. Hier kann man sehr viel erkunden, einfach nur. Aber so. Die hau ich gleich mit der Bratpfanne. Und mal gucken, was ich schon für Fähigkeitsbaum habe. Achso, hier kann man halt die Tollbox bauen, aber da sollte man eher keine fertige Stadt nehmen, sondern eine eigene. Heldentarn-Fähigkeitsbaum. Was haben wir denn schon freigeschaltet? Guck mal, 6 Punkte habe ich da oben noch. Ach, die hat noch gar nichts weiteres. Ein Doppelsprung. Das ist noch weiter gar nichts freigeschaltet worden. Na, wie machen denn da? Ah, da, ich. Ah. So, dann wollen wir doch mal gucken. Hä? Mit ganz viel Wasser? Elsa, warte. Was ist das denn? Wo rein? I, aua, ah, ouch. Was ist das denn? Eine Bahn mit Hammer. Hep, Will hep. ich gleich machen. Hep, hep, hep. Eine Bahn mit Hammer. Ah, ich will. Oh. Hep, Slalom laufen hier. Oh. Samantha ist gerade mal so abgestürzt und ich muss hier gucken, dass ich. Hilfe! 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 Hoch! Nein! Ich lasse mich nicht sterben. Ach du Scheiße. Na! Okay, so. Was kann sie denn? Haken. Ach so, ja, da kann man auch, wie war das jetzt? Muss mal ganz kurz, da, hier. Und, ah. Da, so, hier, zack, wählen wir die doch aus. Oh ne, das ist eine Waffe jetzt, oder? Oh cool, ich habe eine kleine Pistole. Oh ja, yeah. Piu, piu, piu. Was ist das denn? Bälle? Warum kann der Bälle? Ah, guck mal, ich kann klettern. Ich kann klettern. Ah, ich bin hier oben. Komm her, wo bist du? Also, komm her. Ja, ich komme her. Ah. Gar nichts. Tolle Aussicht. Wo bist du hin? Alter. Was ist das jetzt für eine Waffe? Ah. Irgendwo hat der auch, Alter, Anna noch einen Haken. Da kann man rauf. Super, da komme ich auch nie rauf. Aha, und das. Öpp.
Und wollen wir doch mal Seil klettern. Also, dieses Spiel ist durchaus für Kinder sehr gerecht, mal euch wieder anzusprechen. Ja. Was ist das, eine Mission? Und los, und. Ja. Komm, laufen vorbei. Und ich schieß dich tot. Oha. Und los. Ja. Oh, verdammt. Und los. Und hepp. Ich. Hier, das kriegt's ein paar. Oh. Oh, Feuerwerk, Feuerwerk. Oh, meine Güte. Oh. Ouchi. Nicht doch, aber. Oh. Na? Oha, da unten ist es schon und ich habe noch wenig grüne Energie. Will wohl auch mal Störsterben. Komm her, wollen wir doch mal hier ein bisschen aufhalten hier. Oh, gut ausgewichen. Gut ausgewichen. Gut ausgewichen. Ja, nee. Keine Chance. Ah. So, dabei bin ich jetzt auch wohl abgestürzt und ja, gestorben. Ja, gar nicht mal so einfach. Und hepp, hepp, ein Posi-Hammer. Und zack, wie kann man denn hier schnell laufen? Kann man nicht schnell laufen? Geizknüppel. Was ist das denn hier? Rucksack. Feuerwerk! Ah, das ist also Feuerwerk. Na, komm schon. Weiß nicht, steht nicht drauf. Ja. Du kannst froh sein, dass ich dir die Chance gebe hier. Nein, nein, ohne Schießen. Okay. Tschüss. Und abgeschmiert. Ja, dann warte ich. Und hiermit würde ich jetzt auch sagen, beende ich jetzt mal das Video. Ich hoffe, es ja, hat Ihnen einen kleinen Einblick erschaffen. Ja, ich werde jetzt mit meiner Nichte so alleine weiterspielen, ohne das Video weiter fortzuführen. So, aber zumindest haben Sie mal ein kleines Einblick gefunden. Die Anna und Elsa-Figuren sind auch mittlerweile doch, glaube ich, ein bisschen raritäter geworden. Ein bisschen seltener. Also wer seine Kinder eine Anna und Elsa-Figur geben möchte für Disney Infinity, oh, muss er vielleicht. Kann es sein, dass man durchaus ein bisschen in der Tasche greifen will. Es gibt auch so ein Pad für die Eiskönigin, aber dieses Komplettpaket davon ist ja doch ein bisschen teuer. So, dann sag ich mal Tschüss. Mein Name war Fox aus dem Foxys A-Team. Und ja, damit beende ich das. Samantha, willst du auch nochmal Tschüss sagen? Das war ein nettes kleines Tisschen und ciao. Wir hören uns wieder beim nächsten Video und dann.